Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazu passenden Video. Heute am 21. April 2024, es ist 8 Uhr und eine Minute, wir haben 20 Grad. Heute Morgen hier keinen Wind, im Moment auch noch keine Sonne. Es liegt aber wie fast jeden Morgen an diesem Wolkenband. Die Wolken, wenn ich jetzt beobachte, das große dicke Wolkenband zieht teilweise nach rechts und hier die Wolke oben drüber nach links. Also, aber es wird sich mit Sicherheit heute auch wieder aufklaren. Ja, was gibt's zu berichten? Erstmal recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Teilen der Videos, fürs Mitmachen, auch für die Kommentare. Ja, und der Gruß geht an alle, die jetzt da irgendwo, aber ganz gleich wo, sitzen oder stehen und sich die Videos anschauen. Und auch für die lieben netten Kommentare. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ich bin gerade im Überlegen, heute Nachmittag vielleicht nochmal an den Strand zu gehen. Schwimmen, baden, das habe ich mir jetzt vorgenommen, auch mal häufiger wieder ins Wasser zu gehen. Wassertemperatur ist 20 Grad. Ja, Höchstwerte hatten wir heute 18 Grad an der Hauswand und Tiefstwerte und Höchstwerte werden erwartet um die 26 Grad, also so wie eigentlich gestern auch. Hier liegen auch wieder ein bisschen Algenbatzen hier am Strand. Und das wird die Gezeiten dann auch vielleicht wieder beseitigen. Um 6.58 Uhr, also um 7 Uhr, hatten wir Niedrigwasser. Um 13 Uhr und 3 Minuten ist Hochwasser. Und 19.08 Uhr ist wieder Niedrigwasser. Sonnenaufgang 7.29 Uhr und um 20.31 Uhr ist der Sonnenuntergang. 20.31 Uhr, halb 9 ist eine gute Zeit. Ja, in den Bergen, da sieht es auch ein bisschen anders aus. Da ist es auch wesentlich kühler, beziehungsweise hat es wohl auch gestern ein bisschen geregnet. Ja, auch die Wellen heute ganz klein, keine Möglichkeiten für den Wassersport. Ich sehe auch gerade, dass die Schulen bis jetzt ihre Schilder noch nicht aufgestellt haben. So, jetzt mal der Blick hier Richtung Berge. Ja, das sieht schon ein bisschen anders aus da.
Ja, ich bin ja immer noch überlegen am Fahrrad, was ich da verbessern könnte. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Denn ich habe mir die Videos angesehen gestern. Die Realität, das sind schon die Schläge, die die Kamera abbekommt beim Fahrradfahren, zu erkennen. Weil eben die Kamera fest auf dem Lenker montiert ist. Ich bräuchte irgendwas dazwischen, was diese Federung oder was diese Stöße aufnimmt. Aber irgendwas werde ich finden. Ich muss mal im Netz schauen, da wird ja viel angeboten. Und dann wurde ich gefragt, ich zeige es dann auch mal, was für ein Schloss. Ich habe fürs Fahrrad zwei Schlösser. Einmal mit Zahlen und einmal mit einem Schlüssel. Eine Kette, richtige feste Kette. Also das werde ich euch auch mal im Bild zeigen. Ja, dann am Freitag ist ja wieder Fahrradtag. Wer möchte, kann gerne mit dazukommen. Haben sich auch schon wieder Gäste angekündigt. Und ja, freue ich mich. Da gibt es dann auch die Tassen und die T-Shirts. Auch der Plan B ist da. Ja, wurde ich auch gefragt. Und den könnt ihr im Playa de Ingles auch bekommen. Im Organic Food. In dem Fachgeschäft für Nahrungsergänzung. In der Sita neben dem Café Zipf. Ja, wunderschön, auch jetzt gerade mit diesen Lichtverhältnissen. Ja, ich beobachte schon jetzt die letzte Zeit hier so eine große Möwe, die ganz knapp hier über dem Strand kreist und immer runterschaut. Also vielleicht liegt hier irgendwas, was sie von oben erspäht hat. Ja, das gehört ja auch für viele Menschen zum Ritual, den Strandspaziergang. Und deswegen kommen die ja auch teilweise hierher, um eben am Strand spazieren zu gehen, von A nach B. Wie gesagt, Gezeiten beachten. Ab und zu liegen dann in der Mitte dann bei Hochwasser Steine, dann ist es ein bisschen unbequemer. Da muss man vielleicht im trockenen Sand laufen, ansonsten auch immer Sonnenschutz mitnehmen und zu trinken. Ja, der Alex ist auch weg, unser Alex Engel. Ich habe ja auf dem Kanal, auf dem 360 Grad Kanal, die ungekürzten zwei Teile, also ohne das, was geändert wurde von der Musik her. Wegen dem Datenschutz kann ich das da besser machen. Also wer reinschauen möchte, Alex Engel, Abschied Gran Canaria letzte Woche oder diese Woche noch, könnt ihr euch die Teile anschauen auf dem 360-Grad-Kanal. Die beiden letzten Videos. Schöne Grüße an den Alex. Und er hat ja gesagt, er schickt uns ab und zu mal ein bisschen Videomaterial. Ich werde ihn daran erinnern, der hat sicher viel zu tun, aber er wird es machen. Und wer auf Mallorca ist, der kann ihn ja da besuchen.
Wir waren gestern Abend auch noch mal in der Sita und nach dem Essen war auch schön, war gut besucht, muss ich sagen. Hat auch wieder viel Spaß gemacht. Also wer ausgehen möchte, und da waren ja alle Musikrichtungen zu hören. Da war alles von der Dschungelmusik bis zum Hardrock an verschiedenen Punkten, nicht jetzt in einem Lokal. Und ja, also auch für viele Gäste vielleicht interessant, am Abend mal in die Sita zu gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, viele von Meloneras, die kennen die Sita nicht, die haben davon mal gehört, aber sind eben nicht so bekannt und vertraut wie viele von den Kanalmitgliedern hier. So, jetzt kommt auch die Sonne ein bisschen durch, das schaut dann schon mal wieder ganz anders aus. Ja, ich bin auch gespannt, ob sich am Weg, am Strandweg zwischen Rio Palas bzw. Santa Monica, ob sich da am Montag wieder was tut, ob man da anfängt zu arbeiten oder weitermacht, wie auch immer. So, ja, das ist doch jetzt mit dem Licht noch mal gleich ein bisschen schöner. Bin schon wieder unterwegs Richtung Punta de Maspalomas, ganz werde ich heute nicht hinlaufen. Ah, oh, sieht das schön aus, die Farben. Und die Farben sind so, ich habe euch gesagt, ich verändere da nichts, weder an Bildern, am Video kann man ja eh schlecht was verändern, aber auch nicht am Bildmaterial. Das sind ja manche Fotos, die man sieht, das sind so typische Miami Vice, oder nicht Miami, CSI-Fotos. Die sind von der Farbe so, wie man sie da in amerikanischen Fernsehserien sieht. Ja, ich überlege mir, ob ich nachher auf dem Rückweg doch nochmal ins Wasser gehen soll. Es ist gut für die Haut, gut für die Haare, also sollte man es machen. Ich habe das ja auch früher gemacht, da war ich jeden Tag im Wasser, im Meer. Die Zeiten, wo ich keine Kamera dabei hatte, aber trotzdem am Meer war. Ja, das mache ich auch. Es ist auch schön glatt, das bedeutet, man hat hier weniger mit den Wellen zu tun. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Müsste mal wieder meine Kamera mitnehmen, auf dem Helm. Ja, schaut euch an, wie schön das jetzt hier ist. Ach, ist das herrlich. Ja, ich werde dann in der Realität auch noch mal was zu den Fahrradwegen sagen, mitteilen. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Schön. Ich kann mich noch an eine Episode erinnern, Bekannte von mir, die haben hier gelebt, jetzt nicht mehr. Und der hat Hautprobleme gehabt und auch mit der Kopfhaut Probleme. Das ist so Juckreiz, Kopfhaut, Jucken, wie man es nennt, keine Ahnung. Und da hat man ihm dann empfohlen, so Meerwasser, Salzlösungen aufzutragen. Und er hat hier am Wasser gewohnt. Ja, manchmal liegt das Gute doch so nah. Ja, wir hatten es wieder die Tage, wer hier alles schon war, im Laufe der Jahre kommen und gehen sehen viele, viele Menschen.
Aber so einen harten Kern, den gibt es noch. Wie zum Beispiel die Düne 43 entstanden ist. Die ist weiter vorne, bin ich schon vorbei. Dass die in Deutschland in einem Lokal, in einer Disco, glaube ich, entstanden ist und der Name, und dann wurde ein Schild gemacht und dann hat man diese Düne, die Düne 43, getauft als Treffpunkt. Da gibt es auch ein kleines Video von mir, einfach nachsehen im Kanal Düne 43, dann wisst ihr ein bisschen mehr. Eine schöne, nette Geschichte. Beteiligt einige Menschen hier auf der Insel, der Pizzasse, der Sönke Paulsen und einige anderen auch. Ja, lange ist her, das ist aber auch ein Stück Geschichte. Ja, Hans und Jeanette sind ja gerade hier. Und jetzt habe ich mir überlegt, die sind im Playa de Inglés, im Nogal, wieder sehr zufrieden, wie immer. Und vielleicht sieht man sich ja heute Nachmittag hier am Strand nochmal. Auch wenn es ein bisschen Wolken gibt, ist es trotzdem schön, die Füße im Sand zu haben. Ja, gesagt, getan. Ich war schon mal gerade jetzt im Wasser, war ein bisschen schwimmen und jetzt nehme ich euch noch mal mit, weil es so schön ist. Ja, und weil ich hoffe, dass mir die Wellen hier nicht die Aufnahme verhageln. Aber das wird schon gehen. So, ja, angenehm 20 Grad. Ich hätte jetzt gefühlt, dass es schon ein bisschen wärmer ist, aber es macht auf jeden Fall viel Spaß. So, mittendrin, jetzt aber richtig mittendrin. Jetzt geht mir das Wasser bis zur Brust. Und jetzt noch ein bisschen höher. So sieht das jetzt von dieser Seite aus. Genau auf Meereshöhe. Ja, eine Runde mal mit ein bisschen Zoom. Wunderschön, hier ist es ja auch wirklich ganz ruhig mit den Wellen. So, und sehen ja den Grund, man sieht ihn. Man sieht jetzt wirklich auch richtig die Fuseln da am Boden liegen. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Ich wirbel jetzt natürlich mal ein bisschen den Sand auf. Tja, das ist schön. Und auch gut für Haut und Haare, das ist ja auch noch so ein Punkt.
So, mal die andere Richtung noch mal im Fokus. So, jetzt geht's auch wieder raus. Ja, bald kommen ja auch wieder meine Freunde aus dem Palm Beach. Freue ich mich. Ah, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von der Antje. Und ja, was soll ich sagen? Die sagt, es ist kalt, 2 Grad. Das ist natürlich schon ganz schön schattig. Nein, dann bleibe ich lieber hier. Ja, ich habe mich gerade so zurückerinnert, das waren wirklich, glaube ich, 2 Jahre, wo ich also fast jeden Tag im Wasser war. Nicht am Strand nur, sondern im Wasser. Und dann überlegt man, warum man das aufgehört hat. War es Bequemlichkeit oder... Was war es, kann ich euch nicht sagen. Ja, und das schaut richtig glatt aus, das Wasser. Man kann also alles ganz klar am Horizont erkennen. Und auch die nicht angezogenen Menschen im Wasser hier. Deswegen muss ich da ein bisschen wegschwenken. Das wird natürlich jetzt auch schon wieder später. Und aber der Blick hier, der ist schön, oder? Ja, ich habe... Ich bin gerade im Überlegen, wegen der Realität, ich habe ja jetzt immer die Möglichkeit, auch das Ganze mit dem Fahrrad zu machen, weitere Entfernungen. Ja, einfach nur schön und absolut ruhig hier, auch an dieser Stelle immer wieder. Das ist Wasser noch ein bisschen ruhiger. Ja, für alle, die nicht hier sein können, euren Strandspaziergang am Sonntag. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr wieder bald kommen könnt, dass wir uns vielleicht ja persönlich treffen sehen. Am Faro oder woanders. Und in der Zeit habt ihr vielleicht ein bisschen Freude an den Videos. Deswegen ist es auch ein bisschen ausführlicher. Es geht ja gar nicht darum. Wir haben ja die Gespräche und da heißt es dann, ja, es ist ganz einfach, das dabei sein. Und das kann schon ein bisschen länger sein, dauern. Die Frage, ob ich Zeit habe, Fernsehen zu schauen, kam. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber das, glaube ich, fehlt mir auch nicht. Dann die... Gerade jetzt fällt es mir ein, diese
wie Manifestationen heißt es hier in Spanien, diese Kundgebungen, das sind ja keine Demonstrationen, Kundgebungen, wie auch immer. Die haben ja einen ganz vielschichtigen Hintergrund. Wenn die Canarios sagen, und da sind sie auch sehr eigen und sehr bestimmend, es reicht, dann meinen die das auch so. Aber die meinen jetzt natürlich nicht den einzelnen Touristen, sondern die meinen das System. Und ich habe euch ja gestern den wunderschönen oder verfassten Bericht von der Kanzlei Pérez Alonso angehängt. Der hat es sehr, sehr gut beschrieben und schreibt, dass man da schon ein bisschen mehr wissen sollte, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Die hohe Arbeitslosigkeit, dann das wahnsinnige Touristenvolumen, das Aufkommen hier. Dann wer verdient das Geld, wo bleibt das Geld, kommt es den Menschen hier zugute und und. Also es sind da viele Sachen, aber das größte Problem ist, dass man, wir hatten es gestern beim Essen das Gespräch, dass eine Wohnung im Sonnenland zum Beispiel angeboten wird, eine kleine Wohnung, ein Schlafzimmer, Apartment für 850 Euro kalt. Das sind 1000 Euro und der junge Mann, der Interesse hat, der verdient 1200. So, und jetzt möge mir einer erklären, wie sowas möglich ist. Also was bleibt dem übrig, dem jungen Mann, der wohnt daheim? Ohne Aussicht, dass sich da je was ändert. So, und das sind natürlich Sachen, die dann auch irgendwie aufs Gemüt gehen. Und dann heißt es, ja, der Nachbar, der vermietet das Apartment sogar wochenweise. Und der andere da drüben, der hat es für 2 Monate vermietet. Und ja, und dann wurde aus einer Wohnung dann 2 Apartments gemacht und so weiter. Also ihr wisst ja selber, was da alles passieren kann. Und wenn man manchmal die Angebote sieht, die also angeboten werden zum Mieten, dann weiß man ja, oder ich weiß ja genau, wo das ist. So, und jetzt weiß ich, da vorne habe ich gedacht, da brodelt es im Meer, aber das ist eine Gruppe Schwimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt jetzt. Da sind auch noch welche hinten dran. Also von einem Event habe ich nichts gelesen, aber eventuell ist das eine so eine private Gruppe. Also wenn es irgendwas gibt bezüglich diesen Manifestationen, Kundgebungen, Demonstrationen, dann werde ich es berichten, aber immer auf dem Teppich bleiben und nicht zu. Es werden immer Schlagzeilen gesucht, irgendwo in irgendwelchen Medien und irgendwelche Zeitungen, die dann irgendeinen Satz aufgreifen. So, ich sehe hier ein paar Algen jetzt schwimmen im Wasser. Ja, das sind 2 Gruppen, die ich jetzt hier sehe, hier vorne so schätzungsweise mal 10 Personen. Ja, etwa 10 und dann da hinten nochmal eine Gruppe. Aber die halten jetzt hier auch ein bisschen inne. Also scheint das ein... So, jetzt geht es in die andere Richtung wieder zurück. Vielleicht weiß ja jemand von euch was darüber.
Tja, da fällt mir ein, ich muss die Antje um einen Gefallen bitten. Die kommt ja auch bald mit dem Kai. Freuen wir uns natürlich auf ein Wiedersehen. So, jetzt haben wir nochmal die Schwimmer hier im Bild. Ja, ihr seht selber, es ist schon gut besucht, der Strand. Was für ein schöner Spaziergang. Ja, mit der 360-Grad-Kamera bin ich am Überlegen. Ich habe noch so viel Material, was ich aufgenommen habe, wie wir unterwegs waren. Ich komme einfach nicht dazu. Dann ist heute auch wieder der Stefan Chang unterwegs. Der ist in Thailand und macht immer eine Live-Reportage. Immer sonntags. Ist auch interessant, aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Ja, was soll ich sagen, der Strandspaziergang ist fast zu Ende. Das Wetter in Kurzform wird auch hochgeladen sein. Ich sage jetzt erstmal hasta luego, macht's gut, bis zum nächsten Mal oder zur Realität, wie auch immer. Ich sage bis dann, hasta luego, macht's gut und schönen Tag.